Momente, wo sie Fernseh gucken, abends zappen und sagen, diese Unterhaltungswelt ist nicht mehr meine oder die verstehe ich nicht mehr? Nein, überhaupt nicht, weil ich seppe richtig. Ich seppe dahin, wo ich etwas finden kann. Es gibt genügend Kanäle. Wer heute nicht in der Lage ist, ein Programm zu finden, das ihm gefällt, der hat sich höchstwahrscheinlich mit der Programmvielfalt nie beschäftigt. Und bei welchem Fernsehen zappen Sie weg? Entschuldige, Judith. Ja. Wo ich wegseppe? Ja. Beim Dschungelcamp? Nee, im Gegenteil, da habe ich mich geärgert, dass ich das nicht erfunden habe. Nein, ich bin froh, dass ich mal einen Satz über das Dschungelcamp sagen kann. Die Grundidee ist ja uralt. Das ist nichts anderes als ein großer Versuch, ein psychologischer Versuch, wie benehmen sich Menschen, die in der gleichen Situation längere Zeit mehr oder weniger eingesperrt sind. Es kommt nur darauf an, wer wird in den Dschungel geschickt. Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn Herr De Lorenzo, wenn du, muss ich dir sagen, und ein paar wirklich cool, wenn Jauch und Gottschalk dort sitzen würden, dann würde ich mir das noch lieber angucken. Ich dachte, Sie seien ein netter Mensch bis eben gerade. Aber jetzt wünschen Sie einem das Schlimmste, was einem passieren kann. Das ist nicht das Schlimmste, was einem passieren kann. Das ist nicht so. Das ist nur schlimm, wenn man in der falschen Besetzung dort aufläuft. Als ich Wetten, dass erfunden habe, war der große Spruch in Deutschland, der Samstagabend ist tot. Man hat auch jahrelang gesagt, Quiz ist stinklangweilig. Dann habe ich 800 Mal Jeopardy gemacht. Wir waren Marktführer um 17 Uhr. Und der Sender hat gesehen, mit Quiz kann er was machen, hat den Jauch eingekauft mit Wer wird Millionär? Das ist zum Beispiel eine Sendung, die ich mir richtig gerne angucke. Wobei ich allerdings meistens feststelle, dass ich bei der 50-Mark-Frage am schnellsten rausfliege. Bei der 50-Euro-Frage.